Schluss. So, darf bitten, Platz zu nehmen. Währenddessen begrüße ich noch einmal recht herzlich im Namen des SK Rapid. Hier nach dieser aus unserer Sicht natürlich bitteren 1,5 Stunden. Gleichzeitig, wie sich das gehört, Gratulation dem siegreichen Trainer zum Spiel um Meisterschaft und darf Marco Rose gleich bitten, seine Sicht der Dinge zu diesem aus Rapid-Sicht 1:4. Ja, bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die heute, glaube ich, gezeigt hat, dass sie ein würdiger Meister ist, die trotz entschiedener Meisterschaft hier heute hergefahren ist und um Punkte gekämpft und gespielt hat, die richtigen Mittel auch gefunden hat gegen die taktische Umstellung von Rapid, die wir schon ein bisschen auch auf dem Schirm hatten aufgrund ihrer Aufstellung. Und sehr gute erste Halbzeit. Zweite Halbzeit hätte ich mir gewünscht, dass wir es ein bisschen klarer zu Ende spielen und Rapid nicht nochmal ins Spiel kommen lassen mit einem Fehler. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden und nochmal sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Dankeschön. Gogo, darf dich bitten, ein relativ gebrauchter Tag, wenn man so sagen darf, neben der Niederlage mit dem Andi Kuhn, ein Spielout mit Knieverletzung. Mehr werden wir wahrscheinlich morgen wissen. Mert Mülde mit einer Muskelverletzung vorzeitig hat, deine Sicht der Dinge bitte. Guten Abend an alle. Ja, das ist leider das Schlimmste am heutigen Abend, dass sich Andi wahrscheinlich schwer verletzt hat und Mert, der sein Bundesliga-Debüt gehabt hat, heute auch gleich verletzt hat. Also heute ist, glaube ich, viel zusammengekommen, erste Halbzeit. Wir sind teilweise zu hoch gestanden, haben Probleme gehabt mit ihren schnellen Spitzen. Das hat Salzburg sehr gut gemacht. Wir haben vorgehabt, eigentlich Samaseko zuzumachen. Im Spielaufbau ist es uns auch nicht gelungen. Da waren wir dann taktisch nicht so diszipliniert. Ja, es ist einiges nicht gelungen. Dann, wenn du nach 3 Minuten gegen Red Bull ein Tor schießt, ist es irrsinnig schwer. Wir haben aber trotz allem 15 Minuten gut den Ball laufen lassen. Wir haben einen Stangenschuss gehabt, immer eine Riesenchance gehabt, ja, die wir nicht nutzen haben können. Und das 2:0 war, glaube ich, so eine Schlüsselsituation, wo man sagt, okay, das war ein bisschen zu viel nach 20 oder 15 Minuten. Viele 1-gegen-1 Duelle verloren und viele Fehlpässe gehabt, aber zweite Halbzeit haben wir dann Moral bewiesen, Gott sei Dank, haben dann Salzburg reindrücken können. Salzburg hat natürlich dann ein bisschen weniger fürs Spiel gemacht, aber ja, wir haben ein oder andere Chance vergeben und das den Anschlusstreffer erzielen können und ja, den Elfmeter, glaube ich, hat das ganze Stadion gesehen, dass es ein Elfmeter war, leider der Schiedsrichter nicht und deswegen geht es dann auch 4-1 aus, wenn du im Konter statt einem Elfmeter ein Kontertor kriegst, dann geht es halt 4-1 aus. Ja, und aufgrund der ersten Halbzeit haben wir auch gerecht verloren. Vielen Dank an die beiden Trainer und da darf ich Sie euch bitten, um Fragen, so es welche gibt, was anzunehmen ist. Kurzes Handzeichen bitte und bitte Alex Huber. Frage an Goran Djuricin, machen wir es kurz und bündig, diese Umstellung auf die Dreierkette ist schiefgegangen, nimmst du das auf deine Kappe? Ja, sicher nehme ich es auf meine Kappe, aber es war nicht wegen dem, das glaubt sie. Letztes Mal hat Salzburg überrascht mit einer Dreierkette, die, glaube ich, sehr wenig geübt worden ist, hat der Herr Rose damals erzählt, wie lange habt ihr das geübt? 2 Trainings. Und das war nicht das. Es hat schon so gewirkt, dass es hätten manche Spieler nicht gewusst, was sie tun sollen. Wenn da zum Beispiel der Dern in der Dreierkette ein 1-gegen-1 Duell hat und das verliert und wieder ein Tor kriegen, hat das mit dem System zu tun? Gegenfrage? Ja, weil er normal nicht dort verteidigt, oder? Ja. Also es waren einige Spieler, die dort sind. In der Viererkette hätte er ja trotzdem auch dort gespielt. So wie Mask hat er auch in der Viererkette gespielt, links, als Innenverteidiger, oder? An was ist es denn dann gelegen, wenn es nicht an der Dreierkette gelegen ist? Wir haben einfach sehr viele Fehler gemacht und 3-4 Spieler haben einen richtig schwarzen Tag gehabt, haben nicht gut umgeschaltet, wir sind zu hoch gestanden. Wir haben ja nicht die Breite schlecht verteidigt, sondern die Tiefe und das hat dann nichts mit 3er, 5er oder 6er Kette zu tun. Wenn man die Tiefe nicht gut verteidigt, dann stehst du zu hoch oder lässt du dich nicht schnell genug fallen. Bitte, Christian. Marco, ihr habt 21 Pflichtspiele mehr als Rapid in dieser Saison gehabt und ihr habt zuletzt natürlich auch Enttäuschungen hinnehmen müssen, Marseille und auch das Cup-Finale. Ich meine, wie kriegt man die Mannschaft immer wieder so hin? Das sind ja wirklich irgendwie, sind das Mentalitätsmonster oder wie macht ihr das? Dass man immer Motivation ist, jetzt die Motivation, der neue Punkterekord in der Liga, was ist da, das ist ja schier unglaublich. Ja,
Jeder Spieler motiviert sich ja auch anders. Für den einen ist vielleicht der Punkterekord wichtig, für den anderen ist einfach nur wichtig, hier in Wien in dem schönen Stadion vor vielen Fans gut Fußball zu spielen. Ich mache gar nicht so viel, sondern es hat sich dieses Jahr einfach auch entwickelt. Es ist eine Mannschaft mit einem großen Charakter. Deswegen haben wir auch das erreicht, was wir erreicht haben. Und uns können halt auch Rückschläge wenig anhaben, sondern dann reagieren wir auch so, wie wir heute reagiert haben. Und nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, deswegen bin ich auch sehr stolz auf die Mannschaft. Danke sehr, bitte. Andi Forst, Mikrofon ist unterwegs. Danke. Marco, das große Ziel, was Sie selbst als Trainer ja noch nicht probiert haben, aber ist natürlich für Salzburg die Champions League Quali. Wenn Sie sagen, dass die Mannschaft mit der Einstellung, mit der Geschlossenheit und mit der Mentalität bereit ist, es endlich zu schaffen, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren? Kann ich mir ein richtiges Eigentor schießen. Ja. Nachdem ich beim letzten Mal arg zurückgerudert bin, nachdem ich die Erfahrung sammeln durfte. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal den Moment genießen und müssen dann natürlich auch sehen, welche Mannschaft nächstes Jahr in diese Qualifikation einsteigt. Klar ist aber auch, diese Mannschaft, die hier zusammengewachsen ist, nochmal ein paar Monate zurück. Ja, aber wir haben uns halt auch entwickelt, wäre wenn, dann wüsste man vielleicht mehr, aber wie gesagt, wir genießen den Moment und wir greifen dann neue Ziele an, gemeinsam und versuchen dann auch irgendwann mal in die Champions League zu kommen natürlich. Na, hilft dabei die Verpflichtung eines Routiniers wie des Zlatko Junusovic, der sozusagen die Jungen in kritischen Situationen auch führen kann? Ja, also wir haben Zlatko ja bewusst verpflichtet, weil wir einfach seine Qualität schätzen, weil wir ihn als Mensch schätzen, seine fußballerische Qualität kennen und weil wir schon glauben, dass der Zlatko junge Spieler voranbringen kann auch. Und wir haben heute schon dann auch gesehen in bestimmten Phasen, dass wir dort auch nochmal aus dem Spiel rausfliegen und Situationen erzeugen, die wir nicht zwingend brauchen, wenn wir es ruhiger, gelassener, klarer in gewissen Situationen zu Ende spielen. Das hat nicht nur was mit Jugend zu tun, aber ich denke, dass so ein Spieler wie Zlatko uns sehr gut tun wird. Frage an den Gogo noch. Ihr habt das LASK, also die LASK-Niederlage gekannt, habt gewusst, dass ihr im Kampf um den Platz 3, 4 Punkte Vorsprung herausspielen könnt. Jetzt schaut es aus, als ob das bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Kampf mit dem Aufsteiger wird. Setzt das die Mannschaft so unter Druck, dass sie offensichtlich mit dem nicht wirklich umgehen kann? Keine Ahnung, warum du das so siehst, aber wir haben gegen Red Bull gespielt und haben erste Halbzeit richtig schlecht gespielt, hat viel nicht funktioniert und haben 4-1 verloren. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt irgendwo da was mit Druck zu tun hat. Wir wollten gewinnen gegen Red Bull, haben uns einmal was anderes überlegt. Das ist in die Hose gegangen. Wir haben jetzt dreimal verloren gegen sie und wir haben sich gedacht, wir überlegen sie was. Wenn wir zu dritt sind, können wir das vielleicht besser verteidigen. Hat auch nicht geklappt. Somit war es halt einfach zu wenig und es hat für mich gar nichts mit Druck zu tun, sondern wir haben es jetzt noch immer selbst in der Hand. LASK hat eine sensationelle Saison gespielt und deswegen sind es nur einen Punkt hinter uns. Aber wir haben es selber in der Hand und wir werden die nächsten zwei Matches probieren zu gewinnen und dass wir Dritter bleiben. Danke sehr. Gibt es noch abschließende Fragen an die beiden Herren? Bitte Alois Cida. Bitte da. Goran, die Situation ist angesprochen worden, 21 Spiele mehr hat Salzburg absolviert, dazu das verlorene Cupfinale erst am Mittwoch, Europa League Semifinale. Trotzdem hat man das Gefühl gehabt, dass heute der Unterschied zwischen Rapid und Salzburg so groß war, wie nicht zuvor in der Saison, in den drei Duellen. Wie kann das sein? Noch einmal, ich sage es jetzt zum vierten Mal, meinetwegen, wir haben richtig schlecht gespielt, erste Halbzeit, es waren sehr viele Fehlpässe, Unordnung war da, vielleicht auch wegen dem System, das nehme ich auch auf mich, aber wir haben wieder einen Stangenschuss gehabt, wir haben keinen Ball halten können, wir waren hektisch, ja, hat überhaupt nicht geklappt, erste Halbzeit, ich glaube, zweite Halbzeit hat man dann eh gesehen, dass wir da mithalten können, war in Ordnung die zweite Halbzeit, aber aufgrund der ersten Halbzeit musst du die Partie auch verlieren, das war einfach erste Halbzeit, glaube ich, nicht entschlossen genug, ganz einfach. Danke sehr. Dann darf ich allen noch trotzdem einen schönen Rest Muttertag, Sonntag wünschen. Wir haben hier den nächsten Termin an dieser Stelle
vor dem, wir haben schon vom Andi Forst gehört, auch noch immer sehr, sehr wichtigen Heimspiel gegen SC Altach am Freitag um 12:30 Uhr. Schönen Abend.